Wo sind wir jetzt? Ja, die verkaufen die ganze Familie dazu. Oh, Alter. Ich bewege mal hier kein Stück mehr weg. Was haben wir denn da schon wieder? Irgendwie Weihrauch anmachen? Okay. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als jetzt eine Weihrauchkerze irgendwie. Oh Mann. Was haben wir da? Tuch? Kann man die nutzen? Die Tür geht nicht. Die alte liegt nur da. Ich will nur hier raus. Ich will nur hier raus. Ich will raus. Alles gut. So, ich bin ja mal weg. Jetzt kommt eine Spannung. Weißt du, wo mein Herz gerade ist? Das ist keine Spannung mehr. Hat sich hier was verändert? Na, danke. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Die Tür war aber vorhin noch drin, oder? Das kleine Mädchen hat uns beschützt. Ich sag ja. Ich will dem kleinen Mädchen folgen. Den Zettel hatten wir doch schon, oder? Ja, Daddy Say. Kennen wir schon. Da kommen wir nicht rein. Schade. Ah, hier ist irgendein böser Geist. Die Mutter rennt durch die Gegend und die Kleine. Oh, da ist wieder eine Batterie. Ich gehe auch gleich. So, mal kurz im Kinderzimmer noch mal gucken, aber da wird nichts sein, ne? Da ist nichts, aber die Mutter ist doch auch in das andere Zimmer gegangen. Können wir da vielleicht noch rein? Vielleicht hat die da ja was liegen lassen. Na sicher gehe ich jetzt auf den Dachboden. Das ist ja ungefähr so wie im Keller gehen. Oh Gott. Okay, das kleine Mädchen ist da. Dann fühle ich mich ja schon mal ein bisschen sicher. Hallo, kleines Mädchen. Hi. Why did you do it, Blake? Why did you kill them? We're all alone. You're all I got. Tschüss, kleines Mädchen. War nett mit dir zu plaudern. Soll ich jetzt runter oder was? Und so ein Pentagramm, okay. Will ich da jetzt runter? Eigentlich? Hi, kleines Mädchen. Hallo, Fridolin. Guck mal. Ich habe deinen Papa gefunden. Hier ist dein Papa, guck mal. Renn doch nicht weg. Papa, was hast denn du dazu? Die rennt einfach weg. Kleines Mädchen. Ups, Entschuldigung.
Guck mich nicht so böse an. Ist da hinten eine Tür aufgegangen? Ja, ne? Dann ist es wieder ein Pentagramm. Ich pack dich mal kurz hier hin, ja? Ins Ketchup da rein. Okay, ich weiß nicht, was das gerade für Geräusche waren, aber das hat sich nicht gut angehört. Er speichert ab. Das finde ich sehr schön. Wir können das Haus verlassen. Nein, wir haben eine Kassette. Ich will ja auch. Da scheint irgendwo ein Dämon zu sein, ne? Okay. Kommen wir hier durch? Nein. Kommen wir hier durch? Nein. Wir kommen auch hier nicht durch. Ach so, hier brauchen wir die Sachen für. Okay. Was hatten wir jetzt schon alles? Ja, die Puppe hatten wir ja. Uns fehlt immer noch die Kerze und da dieses komische Glas. Pentagramm haben wir. Gut. Ups. Ja, pack weg. Ist okay. Habe ich verstanden. Was haben wir denn da für eine Zahl drauf? Eine 4? Wird es langsam hell draußen, oder? Mal kurz gucken. Nee. Hat sich irgendwie so angehört, als ob sich da jetzt eine Tür bewegt hat. Dann ist die Tür zugegangen. Dann können wir da mal nicht lang gehen, oder? Gehen wir mal ganz artig hier lang. So, die Stühle sind nicht weitergebaut worden. Finde ich auch schade. Hätte man eigentlich höher bauen können. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier haben wir noch eine verschlossene Tür. Einen Schlüssel hatten wir nicht mehr, ne? Ist ja auch nicht auf. Nee. Müssen wir jetzt echt noch die Sachen suchen, damit wir da hinten durch die Tür kommen? Da ist nicht. Ich frag gar nicht da hinten, wa? Geh doch durch. Ich vermute mal, wir müssen diesen komischen Vieh immer ausweichen, oder? Das ist bestimmt nicht gesund, wenn das uns findet. Cool. Ich kann durch die Tür gehen. Der ist bestimmt auf Drogen, bildet sich das ein. Hier eigentlich noch rein? Nee. Hier ist der Hundi, da ist ja nicht weiter. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Hier ist doch vorhin die Mutter reingerannt, ne? Da haben wir ein neues Tape. Vielleicht beschwören wir das Vieh jetzt auch immer mit diesen Nachrichten, die wir uns hier anhören. Mutti ist wieder wach, wa?
Ah, höre ich irgendwo ein Telefon? Da ist schon wieder ein Tape. Alter! Kinderzimmer läuft wieder Musik, da sollten wir vielleicht hin. Ja, ich finde das ganze Spiel mittlerweile ganz schön gruselig. Nicht nur die Tapes. Die nicht irgendwie wieder reinpacken in die Taschenlampe? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Taschenlampe geht langsam aus. So, wie kommen wir denn da hinten jetzt rein? Wir mussten auf die andere Seite, ne? Wenn uns das Vieh lässt. Kann ich nicht da draußen einfach weiterbauen? Hier kommen wir nicht hin, wa? Nee. Obwohl das Spiel recht hell ist, muss ich sagen, habe ich immer ein ungutes Gefühl, wenn ich hier durchrenne. Aber hier ist nichts weiter. Mit Blaulicht vielleicht irgendwo was? Oh Mann! Was? Da stand doch irgendwas. Da. Hit. Hör. Also auf dem Kinderzimmer ist nichts. Make sure any. You better hit. Taschen haben wir schon wieder aus. So, haben wir nachgeladen. Haben wir jetzt noch eine Batterie bei? Nee. Doch. Hier noch den Raum. Da kommen wir nicht rein. Den Zettel hatten wir. Hier ist das Kinderzimmer, wo im Grunde auch nichts weiter ist. Das ist doch hier bestimmt das, was wir brauchen, oder? Aber hatten wir das nicht schon mal in der Hand gehabt? Ups. Das hatten wir doch schon mal in der Hand gehabt, oder? Hit heißt verstecken und angry heißt sauer oder böse. Okay. So, hier können wir immer noch nichts machen. Obwohl ich ja gerne die Puppe mitnehmen würde, weil die brauchen wir doch auch fürs Buch. Aber hier eigentlich mittlerweile durch, ja. Wie geht's der Mutti? Kommen wir da hin? Nee. Mutti ist vom Buch erschlagen. Da liegt eine CD. Kann ich nicht nehmen. Da kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Und hier ist auch nichts weiter, ne? Aber Mutti ist nicht mehr unser Problem, würde ich sagen. Und hier ist auch nichts weiter. Das ist das einzige saubere Zimmer so halbwegs, oder? So, da haben wir nur
eine Batterie. Das heißt Paranormal Activity, Aktivität. Ist doch immer die Tür, die da Geräusche macht. Müssen wir nochmal in den Keller, aber unwahrscheinlich, oder? Warte mal, wir haben den Kopf und wir haben die Leiche. Vielleicht können wir die wieder zusammennähen. Schmeiß doch die Tür nicht zu. Das ist das Einzige, was jetzt im Grunde noch zusammenpassen würde. Da gibt's Geräusche. Wir packen den Kopf einfach mal auf die Leiche. Mal sehen, was passiert. Warum sollte uns jemand den Kopf denn nehmen? Obwohl das wahrscheinlich nicht viel bringen wird, oder? Ja. Nein. Warum gibt es so eine Geräusche, wenn wir den Kopf aufheben? So im Keller? Fängt er wieder an zu leben und macht Freudensprünge. Ja, das wär's. Nee, passiert leider nicht. Aber irgendwas muss da mit dem Kopf sein, oder? Kamen da gerade Geräusche raus? Guck mal, ich hab einen Kopf. Da liegt schon wieder ein Tape. Testing 1, 2, 3. Das hatten wir doch schon, oder? Testing 1, 2, 3. Das mit dem Kopf. Der Koffer hier oben ist die Gestalt wieder weg. Sieht aber wieder ganz ruhig aus. Und wenn wir den Kopf seiner Frau bringen? Guck mal hier, der Mann. Guckst du? Legen wir hin? Auch nicht gut. Ah, habt ihr eine Idee, was es mit dem Kopf auf sich haben könnte? Und was wir jetzt noch machen müssen? Ups, upsie. Also wenn ich das so sehe, wir bräuchten im Grunde eine Kerze, ne? Das ist doch eine Kerze und irgend so ein, ja, Behälter. Und das zeigt doch an die Tür, wird doch an der Tür da angezeigt, ne? Und bei der anderen Seite brauchen wir den Kopf, guck mal. Ist das nicht der Kopf? Brauchen wir den? Hier vielleicht einstecken? Kreuz und Vaseline. Habt ihr schon Kreuz gesehen irgendwo? Ich kann ihn nicht einstecken. Den brauchen wir bestimmt später, wenn wir da irgendwo durch wollen.
Mann, mach doch die Tür auf. Warte mal, Vaseline könnte doch auf Klo eigentlich sein, oder? Aber ist nicht. Und hier kommt man nicht rein. Hier geht nichts auf. Da geht auch nichts auf. Hm. Wo der Kopf jetzt wieder hingeflogen ist, keine Ahnung. Huch. Und warum der die Tür nicht vernünftig aufmacht, weiß ich auch nicht. Ah, da ist der Kopf. Na, sag mal. Lass mal erstmal liegen. Vaseline, wo könnte Vaseline sein? Hatten wir noch ein Klo irgendwo? Wir hatten noch ein Klo, ne? Unten. Und hier komme ich nirgendwo weiter hin. Und ein Kreuz. Habe ich bisher noch gar nicht gesehen, oder? Also ich wüsste nicht, wo ein Kreuz sein sollte. Wir könnten ja mal hier oben nach einem Kreuz suchen. Videos haben wir ja hier auch gefunden. Das ist nicht hier oben, ne? Schlaf doch auch gut. Und danke, dass du da warst. Super lang. Aber ich werde auch gleich pennen gehen, weil ich weiß hier auch nicht mehr weiter. Kriegen wir nicht auf. Eine Kerze, ja. Aus wo ist die Kerze? Kann man hier irgendwo rein? Nein. Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt auch Ende. Ist ja doch schon gleich 1 und ich muss auch noch The Evil Within aufnehmen. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal Ende und dann machen wir das irgendwann im Livestream weiter. Weil ich glaube, das machen wir im Livestream. Finde ich ganz gut. Wie lange haben wir jetzt? 2 Stunden, 20 Minuten. Ist doch auch eine gute Zeit. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja, dann erstmal bye bye. So, ich muss jetzt natürlich erstmal das Spiel ausmachen. Der Sprach ja bestimmt irgendwo abgespeichert. So, dann mache ich.